Nach den Stationen von Mexico City und Miami Beach machen die Longines Global Champions Tour und die Global Champions League Station in Asien. Genauer gesagt in der Glitzermetropole Shanghai, die sich seit einigen Jahren zu einer festen Größe im asiatischen Springsport entwickelt. Zahlreiche Springreiter, die am vergangenen Wochenende noch beim Weltcup-Finale in Paris am Start waren, sind nach Shanghai geflogen, um dort bei der LGCT, GCL ihre Pferde zu satteln. Die Sieger der beiden vorangegangenen Etappen, Edwina Tops Alexander und Scott Bresch, haben sich vorgenommen, einen weiteren Sieg zu holen. Doch es gibt etliche andere Reiter, die ebenfalls brillant unterwegs sind, großen Ehrgeiz mitbringen, aber erst jetzt bei der dritten Etappe ins Geschehen der Tour eingreifen. Unter anderem gehören dazu Ludger Beerbaum, der nach seinem Unfall Ende Dezember erst seit wenigen Wochen wieder im Sattel sitzt. Aber auch der Niederländer Harry Smulders, Sieger der LGCT-Gesamttour vom Jahr 2017, ist erstmals in dieser Saison in Shanghai am Start.